Hallo Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik, Björn Torwellen hier aus den Science Studios. Und ja, ich habe mich total gefreut, als Ableton Live 12 veröffentlicht worden ist. Und im Großen und Ganzen wurden meine Erwartungen auch total erfüllt. Trotzdem gibt es da so ein paar Punkte, wo ich mir denke, Mann, das wäre noch ganz cool gewesen. Und warum geht das nicht? Wo ist das Problem? Und ja, in diesem Video geht es um einige Punkte, wo ich mir denke, ich finde Ableton richtig gut, aber... Jetzt muss man aber auch unterscheiden. Was ich mit diesem Video nicht machen möchte und auch nicht in der Kommentarspalte lesen möchte, ist irgend so ein DAW-Bashing. Ah, FL Studio ist doch eh viel geiler. Bitwig, Pro Tools, schieß mich tot. Finde ich Quatsch. Jeder hat seine Tools, jeder kommt mit seinem Tool hoffentlich gut zurecht und hat Spaß. Und jede DAW hat seine Vor- und Nachteile. Die ultimative DAW, die alles gleich gut kann, wird es wahrscheinlich niemals geben. Und die eine DAW passt zu dem, die andere zu dem. Ist wie mit Schuhen, oder mit Essen, oder mit Hosen, oder mit Regenschirmen, oder mit Autos. Aber, und das muss ich auch sagen, ich kenne mich nicht perfekt in allen DAWs aus. Also viele Features, die zum Beispiel Logic hat, kenne ich überhaupt gar nicht. Deswegen werde ich jetzt schon wissen, dass in der Kommentarspalte stehen wird, oh, das kann Logic schon lange, das kann Bitwig schon lange. Aber Ableton kann es eben noch nicht und genau darum geht es mir. Aber ihr Lieben, die ihr Bock habt, könnt natürlich fleißig die Kommentarspalte vollhauen mit Features, die ihr euch wünscht oder mit Features, die ihr besonders gut findet. Oder von mir aus mit Features, die andere DAWs können, aber Ableton eben nicht. So, und jetzt geht's los. Ein so ein Punkt, der mir immer wieder wirklich auf den Keks geht, ist das Warping. Vor allem, wenn es darum geht, lange Tracks zu warpen. Ich weiß nicht warum, aber Ableton macht da manchmal wirklich Quatsch. Seht ihr das? Ich meine, es ist doch offensichtlich, dass hier die 1 ist. Und ja, das mag eventuell jetzt erstmal nicht auffallen, aber das führt dazu, dass der ganze Track, wenn man damit auflegt, natürlich nicht in Grid ist. Das heißt, ich muss hier erstmal hier einen Warp-Marker machen, muss den Warp-Marker wegmachen, muss hier 1.1 setzen. Und ja, da frage ich mich, warum kriegt ihr das nicht hin, dass das vernünftig funktioniert? Das würde mir auf jeden Fall super, super viel Zeit ersparen. Ein weiteres Ding, was ich noch aus Pro Tools Zeiten kenne, ist Strip Silence. Und da geht es im Prinzip darum, dass man hier solche Audio-Files in ganz viele kleine Audio-Files zerhackt, in viele kleine Clips. Und ich kann sagen, hier alles, was so einzeln steht, wird freigeschaltet, quasi so. Und alles, was dazwischen liegt, ist weg. Das geht leider nicht. Und wenn ich sowas habe wie hier, muss ich wirklich richtig viel Arbeit investieren, um das zu erreichen. Und da hätte ich mir ein Strip Silence, Rechtsklick, Strip Silence, Threshold festlegen, FUP. Alles ist in einzelnen Clips. Wäre ein geiles und wichtiges Feature. Das nächste, was ich mir wünschen würde, ist so ein Render into Place. In Logic heißt es Bounce into Place. Ich wähle hier zum Beispiel einen Teil aus oder auch die ganze Spur. Und aktuell kann ich ja nur über den Rechtsklick sagen, Spur einfrieren und dann jetzt mittlerweile in 12 auch Freeze and Flatten Track, also sofort zu Audio fixieren. Aber ich habe es dann in der Spur. Vielleicht möchte ich meine Spur ja auch behalten, möchte aber mit dem Audio irgendwas Cooles machen, zum Beispiel was umdrehen oder Reverse-Effekte machen oder. Das heißt, aktuell muss ich dafür die Spur duplizieren und die dann einfrieren. Aber dann habe ich auch immer die ganze Spur. Geil wäre es doch, wenn ich einen Teil markieren könnte. Rechtsklick, Render zu neuer Spur. Unten ploppt eine neue Spur auf und das Teil ist einfach hier als neue Audiospur reingerendert. Richtig geil natürlich auch für MIDI-Sachen. Wenn ich mit unterschiedlichen Gruppen arbeite, fällt mir immer wieder auf, dass das Geraffel mit den Solo-Schaltern manchmal ein bisschen blöd ist. Ich will manchmal eine Spur nicht mitmuten, wenn ich eine andere auf Solo schalte. Und da wäre es doch schön, wenn wir per Rechtsklick einen Solo-Save einrichten könnten. Das würde bedeuten, wenn ich mit Outboard arbeite und ich habe einen Mixbus, wo mein ganzes Outboard-Zeugs wieder reinkommt, dann muss ich, wenn ich jetzt eine Hi-Hat-Solo hören will, auch immer den Mixbus gleichzeitig mit Solo. Klar, es gibt einen Workaround, dass man sich zum Beispiel hier auf den Solo was legt und dann kann ich hier mit Solo drücken und dann funktioniert das ja schon auch irgendwie, aber Solo safe, mein Gott, das wäre schon richtig cool.
Automatisieren ist auch so ein Ding. Wenn ich eine Automation mit einem Controller mache und die sitzt nicht richtig 100%, zum Beispiel sitzt irgendwo hier, ja, dann wäre es doch ganz cool, wenn ich meine Automationspunkte quantisieren könnte. Rechtsklick, quantisiere die Hüllkurve. Was mittlerweile geht, ist die Hüllkurve zu vereinfachen, ja, vor allem wenn hier so ganz viele Punkte sind. Das ist schon ganz cool, dass das funktioniert. Hüllkurve vereinfachen. Aber was nicht geht, ist, dass sich die automatisch so ans Grid snappen. Ja? Man kann hier ein Grid einstellen und dann sagt man Snap Automation to Grid und pam, sitzt alles im Grid. Ja, fantastisch. Ja, dann, ihr kennt es. Ihr braucht einen EQ, einen Ableton EQ. Man geht hier oben hin, EQ. Schmeißt euren EQ hier rein. Oder ihr geht hier drüber und nehmt euren EQ. Oder welchen Weg auch immer ihr nehmt. Es wäre so schön, wenn man bestimmte Effekte, meinetwegen so ein Effektset von 10 Effekten, per Shortcut inserten könnte. Man legt also hier vorher fest, diesen Effekt möchte ich gerne auch mit VSTs auf Nummer 1 haben. Und dann drückt man, keine Ahnung, Command, Shift und 1 und bums ist der Effekt in der entsprechenden Spur. Was mich auch übrigens nervt, ist, wenn ich jetzt hier mehrere Effekte habe, dass ich, wenn ich einen anderen Effekt per Doppelklick einfügen möchte, dass der immer hier hinten dran geht. Selbst wenn ich den hier markiert habe, könnte man doch meinen, dass ich meinen Effekt auch hier hinter haben will. Nein. Und wenn ich einen Effekt in einem Rack habe und ich möchte gerne den nächsten Effekt im Rack haben, nein, er schmeißt mir den immer nach hinten. Und umso länger meine Kette ist, umso schwieriger wird es auch, Effekte irgendwo anders hinzuschieben. Ich muss jetzt immer hier hin, dann dauert das und dann muss man immer gucken, wo will man den jetzt hindroppen. Da wäre es doch ganz schön, wenn wir in unserem Mixer eine Ansicht hätten, die uns alle Effekte anzeigt. Meinetwegen auch so, dass gruppierte Effekte als ein einzelner Effekt angezeigt werden. Sonst kann das hier vielleicht ein bisschen voll werden. Und dann könnte ich ohne Probleme den einen Effekt nehmen, nach hier unten schieben. Na, Wunschvorstellung. Genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel auf alle Spuren einen Utility legen möchte. Kommt ja oft vor. Ja, ich muss dann auf alle Spuren den Utility legen. So, so, so. Was nicht funktioniert ist, dass ich alle Spuren markiere und sage, jetzt, hier, geh drauf. Und der ist auf allen Spuren, ist plötzlich der Utility. Funktioniert leider nicht. Schade. Warum überhaupt mit diesen Utilities auf allen Spuren? Ja, wenn ich einen Analog-Mixdown mache und mein Mix in the Box ist zu leise für einen Analog-Mixdown, Stichwort Gain-Staging, dann habe ich leider nicht die Möglichkeit zu sagen, hier geht hier external raus auf 1, 2 oder irgendeine Soundkarte. Wäre es doch geil, wenn ich hier noch einen Lautstärkeregler hätte, um den Ausgangspegel nochmal unabhängig von dem eigenen Trackpegel zu beeinflussen. Dann würde ich mir nämlich die Utility sparen und ich hätte einen In-the-Box-Mix und hätte ohne Probleme auch einen Outboard-Mix mit unterschiedlichen Pegeln. Ja, dass man Gruppen nicht einfrieren kann, finde ich auch total lästig, weil ich habe auf meinen Gruppen natürlich auch immer Plugins. Und wenn ich dann eine Session mit einem Producing-Buddy austauschen möchte und der die Plugins nicht hat, kann ich zwar diese Spuren hier einfrieren, aber ich kann nicht die Gruppe einfrieren. Genauso kann ich auch einfach keine Gruppe einfrieren und zu Audio fixieren. Das funktioniert nicht, um dann eine ganze Gruppe als Audio zu haben. Und auch hier wieder Render into New Track oder wie auch immer, wäre natürlich super praktisch. Stellt euch vor, ihr habt eine Hi-Hat-Gruppe mit ganz vielen Hi-Hats. Ich markiere mir ein Stück, sage Render into neue Spur, bla bla bla. Bams, ist der ganze Hi-Hat-Loop einfach hier unten drin und ihr könnt damit nochmal was machen. Schade. Geht nicht. Geht jetzt nur umständlich Command-Shift-R, rendern, reinziehen. Ja, ne? Ist jetzt nicht unbedingt Workflow. Schade ist auch, dass ich Audiodateien hier unten nicht wirklich editieren kann. Also klar, hier kann ich ohne Probleme Audiodateien editieren und duplizieren und umdrehen und all so ein Kram. Das funktioniert aber hier in der Ansicht, wenn ich hier einen File habe, leider nicht, dass ich sage, hier den Teil möchte ich darüber duplizieren, nur den Teil möchte ich umdrehen. Das Einzige, was man machen kann, ist croppen und das finde ich wirklich richtig, richtig schade. Hier einen Audio-Editor wäre schon
Echt sick. Und wo wir gerade bei der Waveform-Ansicht sind, wenn ich mit Ableton auflege, dann fände ich es ganz cool, wenn man, ich meine, man kann ja jetzt auch mittlerweile das anzeigen, warum kann ich mir nicht von zwei Audiospuren die Wellenform anzeigen lassen? Also von dieser und von dieser. Das geht leider nicht. So, dass wenn ich mit zwei Tracks auflege, dass ich quasi beide Decks die Wellenform sehe und immer weiß, wo ich mich gerade im Track befinde. Total schade, funktioniert leider nicht. Ihr kennt das, ihr habt viele, viele Spuren in eurer Session und ihr möchtet jetzt gerne diese Spur nach oben haben. Ableton Workflow. Das ist doch kein Workflow. Warum kann ich denn nicht meiner Spur sagen, du bist Spur Nummer 3, dann bist du Spur Nummer 3, anstatt das hier irgendwie per Drag and Drop zu verschieben? Natürlich kann ich mittlerweile das mit dem Mixer deutlich schneller machen, aber auch hier habe ich natürlich, wenn ich mehrere Spuren habe, genau das gleiche Problem. Also da einfach zu sagen, hey, welche Position hat der jeweilige Track, wäre echt richtig, richtig nice. Ah, es gibt noch so viele andere Kleinigkeiten, über die ich mich freuen würde, aber das sind so die Features, die mir wirklich, wirklich fehlen und über die ich mich freuen würde. Vielleicht erreicht das Video ja den einen oder anderen Ableton-Entwickler und ihr denkt euch, ja Mann, aber wahrscheinlich wisst ihr schon von all diesen Features, denn ich weiß, dass sich viele andere genau das auch wünschen. Und was ich jetzt nicht in diesem Video bespreche, was so für viele Leute, glaube ich, immer das größte Hassthema schon fast ist, ist das Thema der Latenzkompensation. Darauf genau einzugehen, hat in diesem Video einfach keinen Platz gefunden. Das nächste Ding ist, was viele ja behaupten oder was ich immer gelesen habe, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so aktives Thema ist, ist, dass Ableton nicht gut klingen würde oder live nicht gut klingen würde. Quatsch. Es gibt da keine verifizierten Beweise für. Man müsste ja denselben Track produzieren und rausrendern und das geht gar nicht, dass das dann gleich klingt. Also man hat da überhaupt gar keine Verhältnisse. Ich glaube, dass das ein Ammenmärchen ist, dass Ableton nicht gut klingt, sondern am Ende ist man ja als Producer dafür verantwortlich, dass der Track gut klingt. Deswegen kann ich diesem Märchen nicht viel abgewinnen, dass Ableton irgendwie anders klingen würde als Logic oder so. Und man kann es halt wirklich nicht vergleichen. Naja, aber ich merke schon, viel Diskussionsstoff. Haut's in die Kommentare, haut raus, was ihr denkt, was euch fehlt, was euch nicht passt, was euch in anderen DAWs besser gefällt. Aber schreibt auch gerne ein bisschen Liebe an Ableton Live, was euch alles gefällt. Denn ich finde Ableton Live nach wie vor die beste DAW der Welt. Mein Name ist Björn Thorwellen, bis bald, ciao.